Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Survivor, das sind die Generatoren, die am weitesten zusammenstehen. Das sind, oh. Oh, Sadako. Was ist denn mal? Ich muss kurz weg hier. Naja. So. Also, wieder mit Renato. Denn ich habe immer noch die Idee, dass ich mit ihm rauskommen muss. So. Ich habe mein Pöppel auch zu gestern nicht verändert. Sprintboost, städtische Umgehung. Wir schaffen das. Und Déjà-vu. Ja, das war klar. Sehr schön. Explodiert. Komm doch her, du Blödföhn! Na. Ja, jetzt kommt sie wirklich. Kommt sie doch wirklich! Wieso hilft denn keiner der Claudette dort hinten? Meine Güte, die kommt gleich in die zweite Phase. Knapp daneben. Renato, ich komme. Mein Bruder. Wer hätte denn das jetzt gemacht? Huh?
Wie gewonnen, so zerronnen! Okay, jetzt brauche ich einen Panzer. Sehr schön, den brauche ich noch. Oh, oh, Entschuldigung. Oh, ich wollte vor die. Warum hat er sich jetzt sterben lassen? Das Rindvieh. Warum hat die andere den nicht geholt? Die dumme Nuss. Ob ich eine Kiste finde. Also mit Renato hab ich nicht so wirklich Glück, ne? Ich kam zu mir gerannt, die dumme Kuh. Jeder für sich, geh weg. Guck mal, oben ist eine Kiste, das weiß ich. Normalerweise ist da immer eine Kiste. So, na toll. Naja, jetzt häng ich. Und die Alte wird mich nicht holen. Wettisch. Wette ich, dass die mich nicht holen wird. Ich hab Zeit, ich warte das, ich sitz das aus. Ich meine, die kann doch mal hängen. Ich hänge das erste Mal. Die bewegt sich keinen Zentimeter, ne? Ich gönn ihr die Luke nicht.
Beobachten das weiter. Geht in den Keller. Die hätte vor uns den Renato schon retten können. Hat sie nicht gemacht. Sie hätte die Claudette nicht gerettet das erste Mal. Obwohl sie näher dran war. Das sind meine Punkte. Das sind meine Punkte. Ich gönn ihr das nicht. Ich gönn ihr das wirklich nicht. Bin ich wirklich. Bin ich vielleicht Arschloch, aber ich. Nee. Aber auch nur, weil sie die Lüge gekriegt hat, sind wir Punkte. Na gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich wie immer auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Survivor, ich will immer Killer sagen. Survivor. Bis dahin. Ciao.